willkommen bei Metalalter TV, dem Kanal für Leute mit gutem Musikgeschmack. Ich bin's, euer Ticker. Und heute reagiere ich mal auf Sabaton. Haben ein neues Video, ein Lyric Video, ein Official Lyric Video. Etzlag vergatret. Ich habe das wahrscheinlich nicht ganz richtig ausgesprochen. Es ist ein schwedischer Song. Also es ist von der schwedischen Version eines Songs, den die auch auf Englisch gemacht haben. Habe ich mir sagen lassen. Ich höre jetzt nicht so unbedingt Power Metal, aber ich höre Bands wie Sabaton und Powerwolf ab und an mal. Macht mir auch ab und an mal Spaß. Sabaton Live ist eine Macht. Und ich habe da, ich habe hier auch da hinten so diese Lego-Figuren von Sabaton. Wartet mal ganz kurz. Also es ist nicht Lego, es ist Kobi. Hier, das ist der Joachim. Zack, und diese Bühne habe ich ja zum Geburtstag damals bekommen zu Weihnachten von Kobi mit der Sabaton Live DVD. Steht oben auf dem Schrank drauf. Ich blende das gleich mal hier ein, damit ihr seht, was ich meine. So, und jetzt würde ich sagen, schauen wir da mal rein und danach quatschen wir ein bisschen. Bilder, das ist, könnte auch auf jedem Sabaton Albumcover sein. Ja, jetzt ein typischer Sabaton Anfang. Da verstehe ich mal wirklich gar nichts. Alter, wie heißt das Lied nochmal? Guck gleich mal ins Album rein, vielleicht fällt es mir dann ein. Geil auch mal, die Lieder in anderen Sprachen zu hören. Finde ich mega. Wie gefällt es euch? Schreibt es mir in die Kommentare. Aber es steht zumindest der Text da, dass man mitsingen kann, wenn man das möchte. Ich bin ja schon froh, dass auch die Konzerte auf Englisch singen. Ich höre momentan viel Fake und Folk Metal. Da ist das manchmal irgendwie was ganz anderes. Ich bereite mich ja schon mal mental auf das Meet and Greet Festival vor. Ja.
Band, die normalerweise auf Englisch singt, mal in anderen Sprachen singt zu hören. Bei deutschen Bands kennt man das ja, wobei, das ist ja normal. Das heißt normal, ne? Also, dass man hier in Deutschland mehr Bands mitbekommt, die auf Deutsch singen. Aber wenn eine Band in anderen Zungen redet oder singt. Ich meine damit keine Mittelalter-Band, die auf die alten Texte singen. Ja. Sabaton. Warum fängt das denn jetzt nochmal an? Sabaton. So. Ja, das ist, ich meine vom Carolus Rex Album. Wenn mich nicht alles täuscht, ich schaue da gerade mal nach. Taken from the Carolus Rex Swedish Version. Gucken wir mal ins Carolus Rex rein. Da ist es. Das ist von 2012. Aber welches könnte das sein? Da ist es. Das Problem ist, ne, wenn man so Lifetime of War, ne, ich hab keine Ahnung welches. Killing Ground, war das nicht Killing Ground? Killing Ground. Ich meine, das war Killing Ground. Bin ich mir jetzt relativ sicher, dass das Killing Ground war. Und ich finde, Sabaton machen live immer mega Spaß. Gehen relativ gut ab auf einer Bühne. Wenn ihr die schon mal live gesehen habt, wisst ihr, was ich meine. Und ich werde jetzt mal das Set von oben runterholen. Einfach nur, weil ich euch das eben gesagt habe. Falls jetzt ein Cut kommt oder ich lasse das jetzt drin. Vier Flaschen auf Seite. Das ist das Set ein wenig eingestaubt. Und hier ist auch ein Sänger. Ein Panzer. Ach, ist umgefallen. Panzer kann man. Das war eine scheiß Arbeit, hier den Panzer zu bauen. Die Räder alle unten einzeln zu machen. Und ja, es ist nicht sehr stabil hier hinten. Die Konstruktion bricht einem schnell mal ab. Aber ist trotzdem geil, das zu haben. Es steht hier in der Deko rum. Ist ein bisschen eingestaubt. Sollte ich mal entstauben. Aber ich finde es geil, das zu haben. Und ich stelle es hier gerade mal einfach mal erstmal wieder dahin. Und hoffe, dass mir das nicht runterfällt. ja, das muss ich gleich noch ein bisschen wieder reparieren. Ja, und man muss ja. Ich finde es geil, das Ding. Das macht einfach Spaß. Ich mag so Klemmbausteinsachen und deswegen ist es nicht von Lego, es ist von Kobi. Und dazu gab es auch noch eine DVD und da gibt es auch Panzer. Es gibt auch einen anderen Panzer von Kobi zusammen mit Sabaton. Das finde ich sehr geil. Und ja, das Lied Entslag vergattert haben wir jetzt gehört von Sabaton. Sabaton bringen immer neue Lieder raus, auch wenn sie kein Album rausbringen. Irgendwie trotzdem Bismarck zum Beispiel, sehr geiles Video gewesen. Gab es auch kein Album zu. Dann habe ich so kurz danach ja live gesehen beim Rock am Ring, dem schlechtesten Festival, auf dem ich bisher jemals war. Also dem schlechtesten großen Festival. Hat mir gar nicht da gefallen. Aber Sabaton waren gut, Slayer waren gut und ich habe da auch ein paar andere Bands gesehen, die ganz gut waren. So gut zum Beispiel, also die Mongolen. Ja, und es bleibt mir noch zu sagen, hab einen geilen Tag. Metal ist geil, im Krieg ist scheiße. Außer wenn Sabaton drüber singt, dann ist das okay, aber tendenziell ist Krieg scheiße.